Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, es geht weiter und zwar an der Burg von Sir Percival von Less DIY habe ich dieses Teil mir besorgt und da seht ihr den Part, den wir bauen. Ist wieder eine PDF-Anleitung und das sind die Teile, die ich bekommen habe. Es sind vier Boxen. Ich habe das komplette Modul C. Ich ziehe jetzt ein Modul C vor und hoffe, dass dann Modul B danach eingegangen ist. Dann machen wir erstmal mit Modul B weiter. Ich habe allerdings Modul C vor Modul B bekommen. Modul C ist eh nicht so spannend. Das ist nämlich hauptsächlich sowas hier. Das ist schon der spannendste Part. Also es wird nicht ganz so aufregend, Modul C. Modul B wird hoffentlich noch ein bisschen spannender. Auf jeden Fall ziehen wir das hier durch. Es kann auch sein, dass ich bei Modul C mal zwei Module in ein Video packe. Was ich nicht mehr machen werde, ist nach jedem Video das Zusammenstecken. Ich werde immer nach jeden vier, also nach allen Modulen, sozusagen nach allen vier Modulen B und alle vier Module C, werde ich das Ganze zusammenbauen, weil es jetzt viel, viel Teile werden oder große Teile und das jedes Mal hoch und runter schleppen ist aufwendig und das für jedes Teil macht dann ein bisschen viel Mühe. Deswegen baue ich jetzt Modul, wenn ich jetzt, ne, das ist zwischengeschoben, Modul C, denkt euch jetzt mal weg. Ich nehme dann Modul B, baue Teil 1, 2, 3, 4 und wenn ich Teil 4 gebaut habe, seht ihr bei Teil 4 auch, wie das Ganze dann mit Modul A zusammengebaut aussieht. Genauso bei Modul C. Wenn Modul C komplett Teil 1, 2, 3, 4 fertig ist, baue ich es an Modul A, B ran. Dann sehen wir Modul A, B und C zusammengesteckt. Also das nur mal so, damit es nicht ganz so aufwendig wird für mich. Und ja, es ist halt sehr zeitaufwendig, diese Teile immer hochzuschleppen, aufzubauen, hinzustellen und all den Kram und demnach werde ich das ein bisschen einfacher halten. Ich denke mal, das ist für euch okay und auch dann irgendwie ja auch interessanter am Ende alles aneinander gesteckt zu sehen, wenn immer ein Segment fertig ist, als wenn da jetzt immer eins wieder dazukommt und das nächste. Und demnach werde ich jetzt anfangen, das Teil zu bauen und dann schauen wir uns jo, das wieder an. Ich sage euch wieder, wie die Qualität ist. Ich hoffe, die ist gleichbleibend wie beim ersten Bauabschnitt. Und dann schauen wir uns das Ganze an, wenn es fertig ist. So, einmal kurz euch den spannenden ersten Part zeigen. Man hat natürlich wieder die Base gebaut, die wieder unterfüttert ist mit 2x2 Bricks. Und dann baut man hier oben jetzt eine Menge 2x4 und 2x6 Steine drauf. Ist ein bisschen gerade bauen für Dreijährige, aber es ja, ist halt wieder so ein typisches unterer Konstruktionsmodul. Die sind natürlich nicht so spannend vom Bauen her. Aber es macht trotzdem Spaß. Ich mag es, wenn man große Bricks aufeinander drückt. Und da kommt ja gleich noch ein bisschen Kleinkram und Wasser. Demnach wird es gleich wahrscheinlich noch ein bisschen aufregender. Aber soweit, alles gut. Steine sind gut und Anleitung ist gut. Alles ist bisher wie gehabt top. So, ich habe jetzt den vorderen Part fertig. Hier hat man schon wieder die Verzierung angebracht. Ihr könnt das natürlich hier noch weglassen, wenn es euch stört. Die Dinger stehen hier nämlich ein bisschen über, sind wahrscheinlich wieder zur Befestigung am nächsten Modul. Und ja, den Strand hat man jetzt hier schon wieder fertig gemacht, den kleinen Part, den man da hat. Ich werde jetzt den Rest durchziehen und dann gucken wir uns das Teil an, wenn es fertig ist. Aber so sieht das schon mal gut aus und jo, es ist easy zu bauen. Absolute, ja, gute Qualität. Ich kann mich hier nicht beklagen. Es ist rundum gut. Jo, Leute, ich bin fertig und ja, ihr könnt schon sehen, es ist nicht allzu viel in diesem Modul passiert. Es ist wirklich eine Menge Luft und ja, am Ende kommt da wahrscheinlich schon ein Teil der Burg drauf, nehme ich mal stark an. Wissen werde ich es erst genau, wenn ich mir ein Bild angucken würde oder wenn ich dann die Teile dafür habe. Auf jeden Fall ist es vorne sehr schön gestaltet, wie ihr seht. Da sitzen einige Vögelchen rum. Dann haben wir hier so eine Schilfteile, die da sind. Hier haben wir noch ein kleines Quietscheentchen. Und hier noch ein paar Vögel, die da so rumhocken. Und ja, so eine Bergstruktur. Das gefällt mir sehr gut. Es gibt einen Part, der in der Anleitung nicht richtig schlüssig ist. Und das ist, weil man es immer in der Anleitung, ich zeige euch das einmal, von der Seite sieht. Sir Percival wird bestimmt was dazu sagen. Ich denke mal, er wird sich das Video angucken. Ich bin sehr gespannt, was er dazu sagt. Weil hier seht ihr es,
An diesen Bergen, ich konnte es nicht besser deuten in der Anleitung, ist hier ein Loch und da ist dann ein bisschen Tenplay zu sehen. Ich habe jetzt einfach so ein, was ist das eigentlich? Sind das irgendwelche, ich kann es gar nicht sagen, was das für Pflanzen sein sollen. Auf jeden Fall diese Pflanzenteile habe ich da jetzt in diese Lücke gemacht. Vielleicht ist es so vorgesehen, vielleicht nicht. In der Anleitung ist es leider nicht zu erkennen. Deswegen habe ich das jetzt einfach so reingepackt. Ich muss gestehen, ich habe mir das Foto nochmal angucken können, habe ich nicht getan. Ja, wieder gut vorbereitet, so wie immer, ich, ne, halt, gut vorbereitet bin. Ja, egal. Ich bin mal gespannt, ob das Teil da wirklich reingehört. Sir Percival wird bestimmt dazu was sagen. Ich verlinke euch das Set natürlich wieder bei Less DIY. Ja, den Link zur gesamten Burg zu den Modulen und denkt dran, ich habe auch einen Code in der Videobeschreibung, falls ihr da ein bisschen sparen wollt. Guckt aber mal bei Less DIY immer auf die Seite. Manchmal haben die selber noch Codes, die sogar noch besser sind. Also da muss man immer ein bisschen schauen, was gerade das beste Angebot ist. Aber ja, im Notfall nehmt ihr meinen Code, wenn ihr ein bisschen sparen wollt. Jo, ansonsten ist hier nicht allzu viel auf diesem Modul passiert. Ist auch eins der kostengünstigeren Module. Modul C ist allgemein Teil 1 bis 4 sehr, sehr günstig, weil da ja nicht allzu viel passiert. Viele Standardsteine sind. Demnach sind wir auch hier schon wieder durch. Ich kann es noch nicht anbauen irgendwo, weil mir Modul B noch komplett fehlt. Das zeige ich euch dann zu einem späteren Zeitpunkt alles. Aber so ist das Ding auf jeden Fall wieder okay. Steinequalität okay. Es hat nichts gefehlt. Bauanleitung war gut, außer der Part mit diesem Teil, was ich gerade erzählt habe. Also, ich kann da nichts weiter Negatives sagen. Ich kann nur positiv bisher weiterhin von diesem ganzen Set berichten. Was ja sehr, sehr schön ist, weil Less DIY, ihr kennt ja die Geschichte wahrscheinlich mit meiner Dampflok, hat schon andere Qualität geliefert. Deswegen bin ich sehr froh, dass das hier wirklich Bombe ist. Wirklich, das kann man nicht anders sagen. Es ist momentan top. Bin mal gespannt. Einige von euch haben mir gesagt, sie haben Teile bestellt. Habt ihr die schon bekommen? Habt ihr schon gebaut? Schreibt mir gerne mal rein, wie weit ihr seid und was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Würde mich natürlich auch interessieren, ob ihr sagt, boah, nee, bei mir fehlen lauter Teile, Katastrophe, oder ob ihr sagt, nee, stimmt, was du sagst, alles richtig, top. Und weil ich möchte natürlich auch nicht, dass jetzt mir was Tolles gesendet wird, weil Less DIY natürlich weiß, dass ich ein Video drüber mache. Deswegen wäre natürlich schön von euch zu hören, ob das allgemein in der Qualität sich widerspiegelt. Da würde ich mich natürlich dann auch freuen, wenn das so ist. Ich bin jetzt durch mit dem Video. Wer das jetzt nicht hören will, kann gerne abschalten. Warum sage ich das? Weil gestern, das ist sehr, sehr lustig, in meinem Video, den Noppigen News, ich ja noch ein wenig, 8 Minuten oder 9 Minuten, über Ahsoka geredet habe, über die Serie. Ich war mit den Noppigen News ja durch und trotzdem wurde sich dann beschwert, dass ich in dem Video ja so viel über Krieg der Sterne rede oder Star Wars oder wie auch immer. Ja, warum auch nicht? Ich meine, ich möchte nur mal so sagen, ich zwinge hier niemand, dass er dieses Video bis zum Ende guckt. Das ist freiwillig. So wie ich in diesen Videos über das spreche, was ich gut finde. Und dazu gehört dann auch sowas wie eine Serie Ahsoka. Wenn ich schon ein Star Wars Set zeige, was mit Clone Wars zu tun hat, dann kann man das ja auch mal anreißen. Und wer sich das anguckt und das interessant findet, freue ich mich natürlich drüber. Wer es nicht sehen möchte, der kann ja rechtzeitig abschalten. Also ihr seid nicht gezwungen, dieses Video bis zum Ende zu gucken. Wenn ich halt sage, jetzt rede ich noch ein bisschen über Ahsoka und ihr wollt es nicht sehen, drückt auf den Aus-Button. Ne? Das nur mal so nebenbei, weil ich es wirklich ein bisschen absurd finde, sich darüber zu beschweren, dass ich die Hälfte des Videos über Ahsoka rede. Ich meine, es waren wenig News. Das waren 10 Minuten News, die ich, glaube ich, gefüllt habe. Ist ja ausreichend. Habt ihr ja die News gesehen? Wenn dann jemand über Ahsoka reden möchte, ist das für mich okay, wenn er dann abschaltet. Ich finde es natürlich toll, wenn ihr es trotzdem guckt. Auch wenn ihr es nicht sehen wollt, aber wenn ihr es natürlich sehen wollt und da mit mir diskutieren möchtet, wie ihr die Serie seht, freue ich mich natürlich auch. Also demnach wollte ich nur noch mal sagen, es zwingt euch keiner, meine Videos zu gucken. Wenn euch es nicht gefällt, es gibt 1 Million andere YouTube-Kanäle, dann kann man das gucken. Ich freue mich aber über jeden, der meine Videos mag, bleibt, ein Abo dalässt, einen Kommentar und einen Daumen nach oben.
Und demnach hoffe ich, das Video hat euch gefallen und es geht bald weiter mit den Modulen. Ich hoffe, Modul B kommt jetzt bald endlich an. Und ja, wahrscheinlich kommen jetzt die Beschwerden, warum ich erst Modul C baue anstatt Modul B. Das ist wahrscheinlich der nächste Punkt. Jo, so, viel Gelaber um nichts. Also dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als habt eine schöne Woche. Jetzt geht's erstmal wieder los, arbeiten und dann kommen wieder die schönen Sachen des Lebens. Und zwar Klemmbausteine bauen. Die Noppensteinstube sagt Tschüss. Thank you.